Hallo zu einer weiteren Folge Guardians of the Galaxy. Wir befinden uns in Kapitel 14, Weltraumspaziergang. Ah, hab ihn. Goldjunge ist da drüben. Gehen wir. Ich bin Groot. Genau, wir spazieren jetzt durchs All. Ist unsere einzige Option. Tja, ich hab da eine Theorie. Yep, künstliche Schwerkraft. Klar, so ein großer Kahn braucht das für Wartung und so. Mann, ist das abgefahren. Stopp. Okay, los. Seht ihr? Nichts dabei. Ja, das Signal kommt von irgendwo in diesem verdammten Riesenfelsen. Okay, es geht los. Lady Hellbender, ja, der Schrotthaufen feuert auf unseren Monster. Feinde voraus, Peter Quill. Okay, alles klar. Werden wir jetzt gegen diesen Roboter hier kämpfen, oder? Automatisches Geschütz. Jeder von euch könnte in der Schlacht an der Seite der Größten meines Volkes stehen. Hopp, zeig mal hier. Wie viel Zeit haben wir noch? Wir haben die Zeit in der Hand. Die Hauptschlacht ist das reinste Getümmel. Hellbender hat alles unter Kontrolle. Jede Menge Sprengsätze da draußen. Schade, dass die Hülle so stark gepanzert ist. Wie halten wir uns? Ganz gut, aber mein Abzugsfinger ist von der vielen Ballerei schon ganz taub. Immerhin sind wir an dem Ventilator vorbei. Konzentration auf den Erfolg beweist Führungsqualität, Peter Quill. Nein, du bist der Elektrozauber. Achtet auf die Sprengsätze des Großen. Vermeiden. Peter wurde getroffen. Kommt hier. Und wieder ein Novakohirn ausgeschaltet. Aggressivität ist auf der beste Schuld. Dieser schwebende Minentyp geht mir langsam auf den Geist. Okay, dann wollen wir diesen missnasigen Soldaten mal aufschreiben. Ich bin bereit zu zerstören. Ein Missblut zu bluten. Sind gleich bei dir, Großer. Die gesamte Galaxie erfüllt. Das ist sicherlich übertrieben. Denn ich kurz den und drei Klasse. Räum sie weg, Trax! Der Tod ist da! Peter, das ist echt cool. Rocket, ja. Ja, beim nächsten Mal solltest du vielleicht ausweichen. Das ist deine Chance, Gamora! Letzte Bestellung! Wie oft habe ich dir jetzt schon den Hintern gerettet? Oh, danke, Kumpel. Ich brauche Hilfe hier drüben. Der Tag hat er überwältigt. Sprengsätze im Anflug. Zeig ihm deine Kraft. Mit Hintergrund. Ja. Wir sind noch so leicht, die Mann von Alkalex-Richter. Oh je. Vielleicht kriegt ihr bald eine Abkürzung. Lichter behindern meine Sicht. Cool, Abgabe. Ich bin Groot. Besser. Ah, Groot hat mich wiederbelebt. Cool. Wie viel Zeit haben wir noch? Nicht sehr viel. Feuer frei. Groot, halte sie aus. Wie sagt man? Weniger tödlich? Tut bestimmt trotzdem weh. Ich bin bereit. Ich brauche nur eine Lücke. Ich bin erledigt! Halte durch! Vorsicht! Der Große hat nie zu ihm, Trax! Er ist bereit für seine Strafe! Ich wäre fast draufgegangen! Gut unterstützt, diese Quill! Ja, beim nächsten Mal solltest du vielleicht ausweichen! Mach dein Ding, Trax! Der Elektromagier irritiert mich. Mach den Groot mit ihm.
Immerhin sind wir an dem Ventilator vorbei. Oh ja, der Abschnitt ist hochgegangen. Ach, es war leider eine halbe Sekunde zu spät. Irgendwie wünschte ich, wir wären mittendrin. Ich kann nicht klar denken, solange dieser Nummer-Vor-Idiot mit Minen um sich wirft. Sorry, Leute, aber ich das muss... Das ist ein legendärer Moment. Das habt ihr nun davon, ihr Misthüpfer! Rocket! Denkst du dir diese Wörter nur aus, oder bedeuten sie wirklich was? Sie bedeuten, dass ich es satt habe, beschossen zu werden. Geschackte Gaffelstampfer! Nicht schlecht! Kannst du das Türschloss da knacken, Rocket? Ja, überlassen. Das hat nicht funktioniert. Das Kontrollfeld ist hinüber. Aber ich habe eine bessere Idee. Moment. Ich mach den Weg. Jetzt ist Rocket dran. Wow. Und so wird's gemacht. Ausgezeichnete Arbeit. Du darfst mich nicht so nennen. Ich hoffe, ich versäume hier keinen. Ich habe mal mehrere Rotationen lang von draußen ein gut geschütztes Ziel durch ein Schiff verfolgt. Bis ihr klar wurde, dass sie zu viele Wachen hatte. Also habe ich sie aus einer Luke gezogen. Wahrscheinlich ist es gut, dass wir Warlock noch nicht gesehen haben. Hat das Versprechen wohl nicht angenommen. Dann hätte er uns bereits angegriffen. Das Outfit von Drax sollte später noch kommen. Das von Gamora. Ich suche es. Kann sein, dass ich es schon verpasst habe. Ich habe das Mikro hier etwas zu leise eingestellt, wollte den Abschnitt jetzt aber nicht nochmal wiederholen. Nicht so und so. Deshalb etwas nachgearbeitet. Die Gruppe quatscht sowieso immer so mit. Braucht man eigentlich gar nicht viel. Hier drücken wir hier. Na also, hier geht's lang. Komm schon. Okay, gehen wir weiter. Monster erledigt! Heiliger Mist! Monster für Monster Valhalla. Es war ein Heldentod. Mantis, wie läuft's da oben? So viele Tote. Ich kann kaum hinsehen. Die Bestien sind sehr tapfer. Halt einfach durch, okay? Wir machen gute Fortschritte. Ihr seid auch sehr tapfer. So viele tote Tiere wahrscheinlich. Schmelzt das Eis durch. Also nach der Brücke, die Glut gebraucht hat. Jetzt haben wir immer wieder Gegner. Wird dieses Licht heller? Das Versprechen breitet sich durch die Galaxie aus. Drax, sicher, dass Sie die Schwerkraft hier draußen nicht abschalten können? Nein! Schwer zu sagen, wie die Raumschlacht läuft. Kräuterheilung habe ich gerade als Trophäe erhalten. Keine Gnade! Wahrscheinlich war das die Wiederbelebung. Vielleicht gibt's nur auf den Plattformschwerkraft. Da steht doch mein Name drauf. Vielleicht gibt's Schnittchen. Groß ist dieses Schiff. Die Kirche hat viele Fehler, aber fleißig ist sie. Du bist dran, Großer. Mach deinen Frieden. Und jetzt auf einmal windig, ne? Ich bin froh, hier an eurer Seite kämpfen zu dürfen. Fühlt sich ein bisschen wie Schicksal an, oder? Es wird mir Spaß machen. Sicher, dass ihr die Schwerkraft hier draußen nicht abschalten könnt? Falls doch, macht dich einfach schwerer.
Ich bin Groot. Was? Ich bin Groot. Er will wissen, wer die Leichen einpflanzt, zumal es hier keine Erde gibt. Ich verstehe nicht, was er... Er weiß, dass wir unsere Toten begraben. Oh, das ist nicht einpflanzen, du Dummerchen. Wir stellen Wurmnahrung her und im Weltraum gibt's keine Würmer. Ich habe Weltraumwürmer bekämpft. Wie schafft es Hellbender eigentlich, dass die Monster die richtigen Ziele angreifen? Sie ist die Monsterkönigin. Sie gehorcht ihr einfach. Übersetzung: Sie füttert sie. Offensichtlich sind wir in Eile. Versuch's mit deinem Blastern, Peter. Da wir Fung besiegt haben, sollten wir auch auf andere würdige Bestien Jagd machen. Groot sagt, auf Planet X gibt es ein echt unheimliches Monster namens Goo. Ein starker Name für ein schreckliches Monster. Also, lasst uns vorrücken. Das ist die Eile. Mantis, Groot will wissen, ob wir momentan gewinnen. Oh, shit! Dann ist das wohl ein Vielleicht. Peter Quill, ich fürchte, ich kann deinem Kind nichts tun, sollte sie für uns verloren sein. Natürlich würdest du das nicht zulassen, aber was, wenn sie uns keine Wahl lässt? Ich werde mich darum kümmern. Auch wenn es bedeutet... Ich werde mich darum kümmern. Ja, das ist gut dann. Nein, Raker haut nicht nochmal ab. Das werden wir diesmal nicht zulassen. Er kann nirgends hin. Die gesamte Glaubensenergie, die er gesammelt hat, betreibt das Ritual. Aber hier danke, Kumpel. Hoffentlich läuft das so gut wie der alte Rettungsjob auf Sakaar. Das Ziel wurde rituell geopfert und dann vom Kunden aufgegessen. Aber es war total lecker. Wir bekamen eine Gratismahlzeit und wurden bezahlt. Ein voller Erfolg. Wir werden Peter Quills Tochter nicht aufessen. Da liegt mal Schrott. Mann, ich würde dieses Schiff zu gerne konfiszieren. Klar, es ist renovierungsbedürftig, aber das wär's wert. Bis das Ding lackiert ist. Ich würde Cammy vermissen. Es gäbe bestimmt ein Plätzchen für sie. Nee, da komme ich nicht drüber. Das heißt, es muss doch irgendwo da liegen. Wir werden es noch finden. Um den Turm einmal rum. Aber hier habe ich jetzt Schrott gefunden. Und meistens für Schrott kriegt man. Aber ich kann ja jetzt nicht warten, okay, die Hellbänder verliert dann noch mehr Monster. Käfer! Du musst besonders vorsichtig sein, wenn ihr auf die richtig großen Roboter trefft! Wer ist Käfer? Ach ja, richtig, den kennt ihr in eurer Linie noch gar nicht. Wie schade, er ist sehr lustig. Weiß jemand, was da unten ist? Nein. Besser als hier oben auf dem Präsentierteller. Das heißt, es geht jetzt hier runter. Denkst du, Hellbender wird sich gegen uns wenden, wenn das alles vorbei ist? Niemals. Sie respektiert unsere Macht, genau wie Fin Fang Foom. Natürlich. Foom wird warten, bis sie mal nicht her sieht und dann einen von uns verknuspern. Schaut euch das an, schaut das echt cool aus, ja. Ja, dann gehen wir runter. Ich bin froh, dass sie hier sind und auf unserer Seite kämpfen. Noch aber ich hasse es, dass diese Monster als Waffen eingesetzt werden. Und ich bin bei sowas Experte. Sich zu ergeben, Leute. Wir werden uns nicht ergeben. Ich gehe sie. Lass die Blaster fallen und wir einigen uns auf Unentschieden, okay? Die Sacrosanctuary ist bestimmt zerlegen, bis ich dieses Kind.
Achte darauf, dass du sie in die richtige Richtung zerreißt. Alles für dich, Porsche! Festnagel, Groot! Rocket, mach dein Ding! Sind wir sicher, dass die Schneller gingen? Nein, danke. Nach dem, was ich dort gesehen habe, brauche ich bereits eine Therapie. Blitzmeldung! Jetzt ist auch beschissen! Können wir jetzt wieder rausgehen? Ah, Zwecke ist eigentlich dran. Der Quadratschädel guckt seine Kumpel auf! Wir sollten die Verbindung irgendwie durchfressen! Ja, wir müssen wieder nach oben! Die Irren erledigen! Meine enorme Stärke wird zu wenig eingesetzt! Du warst doch eingefroren! Rex, nie das darf er! Lass uns einfach losgehen! Spar dir deine netten Worte für später, Quill. Diesmal trete ich noch nicht ab, kleiner Kumpel. Bereit! Baker musste wissen, dass wir ihn hierher verfolgen, oder? Nachdem alle laufen, meine Wegweis, muss er auf alles vorbereitet sein. Pack deine Startbomben aus! Dieser verblatte Kugelstoff und Sterne sehen! Mach dich bereit und hol! Ist das keinen Kabel hier? Ein Zauber! Nimm ihn ins Visier! Kann ich ihn wieder aufmachen? Ich hätte wahrscheinlich fragen sollen, ob hier unten jemand ist, bevor ich reingerutscht bin. Wenn sich jemand verantwortet, wäre ich trotzdem vorgestorben. Mit der Hose macht die anderen schwerer verwundbar! Der Geistliche muss schnellstens ausgeschaltet werden. Wurde auch ja, Muss ich erst um Hilfe bitten? Denn dieser Feind ist hartnäckig. Groot, hilf allen auf die Beine! Sind wir sicher, dass es durch die Fettprojekte schneller ginge? Nein, danke. Nach dem, was ich dort gesehen habe, brauche ich bereits eine Therapie. Führt jemand eine Abschussliste? Ich muss inzwischen schon Tausende haben. Leute, in meiner Akte steht zahllos. Unfair. Er verstärkt jeden. Das ist so gefragt. Dann steck ihn in einen leichten Sack. Problem, Lösung. Fang. Scheiße, muss du ihm weh. Ehrenvoll. Ich hätte wahrscheinlich fragen sollen, ob hier unten jemand ist, bevor ich reingerutscht bin. Seine Panzerung! Gamora, aufschlitzen! Zack, nein, diese Typen werden uns gar nichts sagen! Zeitverschwendung! Red, zerstört! Ich muss wissen, dass wir ihn hierher verfolgen, oder? Nachdem alle Glauben strahlen den Wind weisen, muss er auf alles vorbereitet sein! Groot, wende sie auf! Seht mal, sie haben sich ergeben. Wir hatten ein starkes Argument. Und wir haben sie gnadenlos besiegt. Ich rechne ständig damit, dass ein Monster durch die Wand kracht. Das wäre sehr, sehr schlecht. Bleiben wir in Bewegung. Ich würde diesen Bereich gerne verlassen. Ich kann die Schlacht nicht sehen. Weil du dann ja einen Blick auf Lady Hellbender verpassen könntest. Und auf Fin Fang Foom. Meinst du, Foom hegt einen Groll gegen uns? Wir haben ihn in seinem eigenen Baum besiegt. Er wird uns für immer als überlegen anerkennen. Schon, aber jetzt ist der Lady Hellbender das Haustier und sie hegt einen Groll. Das ist wahr. Ich mach das. Ja, nicht mehr was sagen. Ja. Das heißt, meine Gruppe macht schon von allein ihre Arbeit. Nett. Nur das Outfit wäre super, wenn wir finden. Ich bin Groot. Groot fragt sich, ob die ganze Kirche hier versammelt ist. Muss wohl. Irgendwo ganz schließlich oben. Soll ihr Ritual so gut wie möglich geschützt werden. Das da kann es nicht sein. Wie enden wir nicht als
als Monsterfutter. Bestien werden oft von strahlenden natürlichen Farben wie unserer grünen Haut angezogen. Ich bin Groot. Was soll das heißen? Mein Schwanz sieht aus wie ein Köder. Vielleicht apportieren sie Stöckchen. Schrott findet man auf jeden Fall. Die Outfits, die wollen nicht immer. Okay, es geht weiter. Die Dinger sind ja gebaut wie verflockte Terminator. Nein, wir werden ihre Terminator sein. Sogar wenn sie in Flammen stehen. Also, ich sehe sie gern brennen. Schwer zu glauben, dass der Kampf um alles ausgerechnet hier stattfindet. Man wird Bücher darüber schreiben. Nur kein Druck. Ich muss dir ein Kompliment machen, Peter. Wirklich? Dein verrückter Plan funktioniert tatsächlich. Ich hätte nie gedacht, dass Lady Hellbender hier auftaucht. Ich war nicht sicher, ob wir Fum finden würden oder ihn besiegen. Aber wir haben das geschafft. Nicht nur ich. Du hast uns alle zusammengebracht. Und zusammengehalten. Gegen unser besseres Wissen. Das liegt daran, weil ihr alle so wenig wisst. Ihr solltet einfach immer auf mich hören, ohne Fragen zu stellen. Das wird definitiv nicht passieren. Hüpf!
ich auch noch nie gekommen. Aber wenn wir so weitermachen, sterbe ich. Ich soll nicht runterfliegen. Achso, Blut kann ich ja bewegen im Notfall. Das war nur so. Metal? Also den mach ich mir noch. Ja. Ich bin Obwohl ich fand, schön, dass du deine Musik zurück hast. Du hast sie doch in den Weltraum geworfen. Es hat funktioniert, oder nicht? Und alles heil. Bis auf mein psychologisches Gleichgewicht. Wir müssen da durch. Wir sollten in Bewegung bleiben. Das tun wir. Dann sollten wir das schneller machen. Rutschpartie. Wieder in ein Loch. Toll! Du magst Löcher. Mist, Riesenroboter! Ich hasse diese Dinger, falls das wirklich ein Roboter ist. Was soll das heißen? Das ist Glaubensenergie, richtig? Und hier kommt die Person. Ich lasse mich hier nicht einsperren. Herr Lumine,
zerfallen. Tu ihn weh, Gamora! So wird das gemacht! Ihren einzigartigen Kampfstil zu unterstützen. Ich habe heute meinen Namen verdient. Glaubst du wirklich, in den Dingern stecken Leute? Es wäre nicht das Merkwürdigste, was uns begegnet ist. Unheimlich sind sie so oder so. Kommt, wir müssen wieder rauf, um Warlock zu erreichen. Irgendwo ein Outfit sein. Überlass das mir! Super. Falls wir das hier überleben, sollten wir Lady Hellbender ins Team einladen. Wir haben auf dem Schiff keinen Platz für sie. Sie ist mindestens 3 Quills groß. Eineinhalb Quills. Höchstens. Ihre Rüstung allein wiegt bestimmt 6 Quills. Wisst ihr was? Lasst uns abstimmen. Laden wir Lady Gymnastikanzug ein? Nein? Ja. Nein. Ja, machst du Witze? Sie ist toll. Fies, aber toll. Ich bin Groot. Groot sagt nein. Damit haben wir 3-mal Nein und 2 falsche Antworten. Nein, eine gewinnt. Faire Abstimmung. Ich füge mich. Die Hellbender ist ja gar nicht so fies. Ist uns heut. Wir wurden nicht in die Leere hinausgesaugt. Weil Raker die Schwerkraft nicht ausgeschaltet hat. Hoffentlich ist er so mit dem Ritual beschäftigt, dass er nicht daran denkt. Sind wir sicher, dass Warlock auf der ganz anderen Seite ist? Ja, solange wir vorrücken, leider, sind wir auf dem richtigen Weg. Wir haben eine Bestimmung. Wir werden hier nicht sterben. Und falls doch, werden wir Ultaf sehen. Korrektur, ich werde Ultaf sehen. Der Rest von euch landet in dem heidnischen Paradies, an das ihr jeweils glaubt. Aber ich frag nach, ob in meinem Platz für euch ist. Das ist nett. Wir sollten in Bewegung bleiben. Jetzt einmal rechts rumlaufen, kann das sein? Dass das so gemeint war? Da oben liegt was. Ich springe mal drüber. Oh. Wohin gehst du, Quill? Ich folge meinem Bauchgefühl oder so. Vielleicht kommt Lady Hellbender bei der letzten Schlacht gegen den Magus dazu. Ich habe das Gefühl, sie hat alle Hände voll zu tun. Sie hat große Hände, starke Hände. Ja, schon klar. Schrott. Und vielleicht liegt jetzt hier das Outfit. Und Cracks die Plätze. Nicht runterfliegen. Ach mein Gott. Nicht jetzt. Ich muss da raus. Wie komme ich da raus? Ja, da komme ich nicht hoch. Wenn ich jetzt noch ein paar Mal sterbe. Zum Schlag geht ich hab's geschafft. Das nennt man Auskundschaften, okay? Es ist schade, dass Lady Hellbender zu Zeiten des Galaktischen Kriegs noch keine derartige Armee hatte. Sie hat ihr Vermächtnis geschafft. Wir können von Glück sagen, dass wir sie jetzt haben. Ja. Das 5-Reiter-Apokalypse-Set für Drax. Deswegen war das so schwer zu finden. Schauen wir, wie es gleich aussieht. Das sieht doch echt mal... Und ich habe für Drax alle Outfits zusammen, wenigstens für einen. Nur heute muss er leider in dieser Uniform bleiben.
Wir sind in Kapitel 14. Sollten Sie nicht verärgern. Und jetzt brauchen wir uns wenigstens nicht mehr auf die Suche machen. Jetzt haben wir alle Outfits, die es hier gibt. Wir haben es fast geschafft. Das hat sie nämlich schon gemacht, diese Rohre zerstört. Schade, schade. Bist du das da drin? Da. Spasibo. Weil du Kosmos vom Versprechen befreit hast, bist du jetzt im Fernsehen. Schnowehr, als Verstärkung aufgetaucht. Was ist schwanger? Und guck, Cosmo bringt mit Nowhere. Ja, schon geschnallt. Und Familie. Sag Privet, meine Bubsis. Oh, Kumpel, schön, dich wiederzusehen. Ha! Cosmo ist ganz so viel nerviger Flo. Du denkst nur, Flo ist weg, aber plötzlich erbeißt dich in den Arsch. Er ist so ein guter Junge. Nicht. Cosmo ist bestes Junge. Jetzt wir geben diese Hirnflöhe solche Biss, wie sie verdienen. Zum Angriff! Cosmo ist gekommen. Ich hatte keine Ahnung, dass Nowhere Todesstrahlen verschießen kann. Klasse! Und der Hund hat seine Pfote auf dem Atomknopf. Ich muss wohl in Zukunft netter zu ihm sein. Der war auch da sein, das Outfit von Gamora. Im nächsten Korridor liegt das Kostüm hinter einem gelben Container. Eventuell haben wir Glück. Sobald wir in dem Felsen sind, werden wir uns wohl wieder mit dem großen Einiger auseinandersetzen müssen. Wir werden ihm auf die Zähne steigen. Ich habe erst einen von seinen Armen. Ich will unbedingt meine Sammlung vervollständigen. Naja, beim letzten Zusammentreffen hat er es uns gezeigt. Und bei dem davor auch. Hat er schon meinen verdammten Weltraumdrachen besiegt? Wohl kaum. Dieses Fleißsternchen gebührt nur uns. Ich habe kein Abzeichen erhalten. Manchmal sind die Informationen auch falsch. Auf der Eiswelt zum Beispiel, wo wir den Drachen gefangen haben, da hat es auf jeden Fall nicht gestimmt. Schauen wir mal weiter. Moment, da stimmt was nicht. Ich spür's auch. Was war das? Wartet, wartet! Ja, ich jetzt! Sehr beschädigt! Schau
Das ist eine heftige Rutschbedingung. Mir gefällt das nicht! Ich schramme ja alles. Natürlich, noch mal springen. Die anderen haben sie leicht. Hoffentlich zerreiße ich mir nicht die Hose! Nur Loser tragen Hosen! Hoffentlich landen wir auf festem Boden! Fall nicht von der Kante, fall nicht von der Kante! Seht ihr, wie schnell ich bin? Das war knapp. Das war mal was. Cool. Doch, bist du. Wow, das Tracker-Signal ist hier drin viel stärker. Wir nähern uns. Rakers Schergen werden es uns bestimmt nicht leicht machen. Wir ihnen auch nicht. Wird nicht mehr hergestellt. Oh, ich hatte gerade eine gute Idee, wie wir Raker ablenken können. Nicht so wieder. Dread, kannst du einen Herzinfarkt vortäuschen? Ich denke, es wird spannend weiter in der nächsten Folge. Ich würde mich wirklich freuen, wenn ihr noch mit dabei seid. Ich wünsche euch alles Liebe. Tschüss.